trajectory. Ah, was denn das für ein merkwürdiges Programm? Tierwürger für Einsteiger. Wie man die ersten Tiere auf einem neu reanimierten Planeten würgt. Geschrieben und gelesen von Kreis. Kreis? Kreis? Ja, Kreis, was machst du da? Was? Kreis, warum finde ich hier Daten über... Ja, aber warum finde ich da auch Daten über Tierwürgerei? Ja, irgendwo muss ja das Wasser für die Pflanzen herkommen. Also, ja, aber im Moment, du würgst das Wasser aus Tieren raus. Wie soll das funktionieren, du... Würgen und Walzen ist ja im Endeffekt dasselbe, wenn man das jetzt mal so dahinstellt. Also du bist ja ein Psychopath, du bist ein abartiger Spinner. Nein, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht irgendwelche Tiere irgendwie choken, bis sie Saft geben. Wir müssen hier unseren Lagergang erweitern und die Heizungen umbauen, oder? Wir machen... Oh, ja, die Heizungen müssen umgebaut werden. Da bin ich absolut dafür. Wir brauchen auch viel mehr Aluminium. Ich muss jetzt auf jeden Fall die Tour de Alu machen. Aluminium. Auch so ein amerikanisches Unding, ne? Dass die einfach die Buchstaben weglassen. Na, wir könnten... Warum ist hier Eisen drin? Der ja, Krabbelkiste. Manchmal fehlsortiert man ja auch mal was. Ich brauche alles, was wir an Titan haben. Dann gehe ich jetzt mal raus und erweitere mal noch hier... Oh, ich brauche noch mehr Eisen. Ich brauche Eisen, ich brauche Titan. Ich muss schon wieder losziehen. Ich bin immer im Hustle. David Hasselschmoss nannte man mich. Das ist Next-Level-Zeug hier. Immer nur am Hasseln. Jetzt habe ich oben mal diese ganzen Dinger da weggerissen, diese ganzen Solar-Dinger und habe ein paar andere hingestellt, aber das merke ich halt, ist auch schon wieder alt irgendwie gefühlt. Ist auch schon wieder alt. Dann will ich diese komischen Superbohrer machen. Und ich will irgendwann diese ganzen Windräder einstampfen. Das ist auch noch so ein Plan von mir. Die ja, Windradvernichtung. Die geben mir eh nichts mehr. Ja, aber trotzdem brauchen wir halt mehr Energy, ne, auf Dauer. Ja, aber... Sind hässlich. Das Auge reagiert ja auch mit. Wir kriegen ja dann auch irgendwann wieder... Ja, im Moment haben wir doch einen ganz guten Energieüberschuss, oder nicht? Jo. Im Moment sieht's doch ganz gut aus. Was die Energie angeht. So, der Chef hat gemeint, wir vermelden einen leichten Energieüberschuss. Was brauche ich? Der Himmel hat sich schon ein bisschen verändert, siehst du das? Der wird so lila, ne? Ja, der so. Wird, sieht freundlicher aus. Iridium. Ach, haben wir davon so viel? Wo ist das ganze Iridium her? Ich habe in der Höhle was gefunden, im Raumschiff. Also ich erweitere jetzt. 2 Eisen, 1 Titan. 3 Eisen, 2 Titan, 1 Silizium brauche ich. 3 Eisen. So, 2 Titan, es wurde erweitert, die Basis. Alles hat sich verändert hier drin. Dinge haben sich hier verändert. Sie haben sich die Dinge ändern sich. Zum Besseren gewandt. Was ist das hier? Titan. Jetzt gibt es bald einen Titanschrank, der jetzt hier neu... Ich mache jetzt einen Titanschrank auf. So. Titan. Weißt du, was vielleicht sogar noch besser wäre als Lagersystem? Wenn wir jetzt diesen Gang nehmen, sage ich jetzt mal einfach, und in die Mitte immer 2 Regale, die nach außen zeigen, machen. Auf Dauer. Weißt du, was ich meine? Dass du einfach links und rechts vorbeigehen kannst, irgendwie. Mhm. Auch nicht schlecht. Oh oh. Was ist jetzt los? Irgendwas fällt vom Himmel, glaube ich. Ich höre merkwürdige Geräusche. Ich mach's hier. Aber das wird jetzt der Waldschrank, weil ich will den anderen da wegmachen. Oh nein, mir fehlt noch ein Eisen. Du darfst jetzt hier nicht verrecken, ne? Ja, gut, ich habe immer eine Notfall-Packel dabei. Ja, schöne Notfall-Eisen-Vagina habe ich dabei. Ja, aber so Sauerstoff und so nehme ich mir natürlich immer mit. Alter, wir haben schon wieder gar kein Eisen. Also Eisen ist gerade wieder super Mangelware bei uns.
So, dann nehme ich jetzt erstmal. Haben wir schon Magnesium im Schrank? Ich glaube nicht. Hier hinten liegt gut Eisen. So, hier ist der Magnesiumschrank. Na, wir müssen halt die Schränke mal alle richtig schön befüllen. Boah, was ist das denn da hinten? Also Eisen kannst du auf jeden Fall so viel mitbringen, wie du tragen kannst, denn... Das Ding ist, ich musste jetzt gerade erstmal so eine Notfallkapsel bauen. Ich gehe jetzt Aluminium holen, das ist jetzt meine heilige Mission. Ich gehe in die Alu-Wälder und werde dort ein bisschen was abschlagen. Unten am Alu-Mountain. Der Alu-Berg, der alte. Der Alu-Berg. Was kam denn da so runter? Oh, kam schon ein bisschen Kram runter. Jetzt hier beim Schauer. Aber das ist so ein Spiel, weißt du? Ich denke die ganze Zeit nur, ich will weiterspielen. Ich will mehr. Ja. Der Progress, ne? Es geht nur um den Progress. Du willst nur den Progress. Aber Alu ist echt selten. Auch hier. Echt wenig. Wieder eins gefunden. Titan ist auch noch wichtig. So, das Ding hier habe ich ausgenommen. Kiste, was war da noch drin? Da war auch nochmal richtig geiles Zeug drin. So. Wann kriege ich endlich ein Jetpack? Boah, Jetpack ist richtig geil. Aber es dauert noch ewig, ne? Ja. Oder war das ein Bauplan-Chip? Irgendwann schmilzt ja auch das Eis für diese Höhlen, ne? Ja. Ey, heute kommt aber runter, du. Ah, hier werde ich jetzt meine Alu-Basis langsam hochziehen. Denn ich bin in diesem Land, wo Milch und Honig Alu fließt. Alu und fließt. Eier fließen. Oh, ich habe kein Silizium. Wenn ich jetzt kein Silizium finde, verrecke ich. Oh, Gott sei Dank gibt's hier. Ich will mich erstmal überleben. Survival. Ich werde erst einmal überleben. Kann man hier nur mit einem Jetpack rein? Ich glaube, einige Dinge konnte man auch nur mit Jetpack erreichen. Ja, du hast ja hinterher auch so komische Höhlenformationen oder so, ne? Die dann immer... Naja, Jato Paco ist... Ucho Grando. Ich habe wieder einen Chip gefunden. Ich habe mich irgendwie verlaufen, oder? Bin ich von da gekommen, oder? Ich habe irgendeinen edlen Chippy gefunden. Ich habe auch einen Chip gefunden gerade noch. Die Chips sind wichtig. Das ist noch mehr. Boah, wenn wir in der Folge Gas geben, dann schaffen wir die 175. Das könnte man schaffen, wenn wir jetzt noch schön auf Bohrer und sowas gehen. Drillbasis? Auf Drillbase? Wir sind schon bei 101. Ich werde jetzt auf jeden Fall ganz viele von diesen... Ich will gucken, dass ich mehr von diesen Gewächsdingern mache. Weil die können jetzt langsam auch Nahrung pflanzen. Ja, das können wir machen. Dann sind wir irgendwann nicht mehr auf die alten Code-Pakete von den anderen... Von K-Industry, ne? Die alten, ja, von den K-Industry-Klonen. In der Atmosphäre, bei der Begutachtung des Planeten, wurden halt die ganzen Exkremente in diesen Paketen immer in die Umlaufbahn geschossen. Also ernähren wir uns gerade wirklich nur von Exkrementen? Ja, aber das sind super Exkremente. Ach so, das ist okay. Hochkonzentrierte Kreisindustrie-Super-Exkremente. Hochkonzentrierter Dung ist das. Ja, ja, super Dung. Also kannst du es als Essen und als Dung verwenden. Also wenn wir quasi auch mit dem
Kot, den wir jetzt überschüssig haben, werden wir auch die Pflanzen düngen. Manchmal wachsen auch Pflanzen raus von alleine. Also manchmal wachsen auch Menschen oder Tiere. Das hältst du nicht irgendwie für eine merkwürdige Entwicklung der Sache? Na, das ist okay. Okay. So, ich guck mal, was der Chip mir hier gegeben hat. Taschenlampe Stufe 2. Haben wir irgendwo noch die Mischkiste? Lame. Ja, die Samenkiste habe ich so, glaube ich, ein bisschen dazu gemacht. Muss jetzt erstmal ganz viel Eis holen, um die Röhren zu machen. Und ich bin durstig. Alu. So, erstmal ein bisschen Eis. Für den Durst und für die Röhre. Nee, ich hab noch Titan und Silizium. Was brauche ich denn für die Röhre alles? Hier ist das gute Ding. Silizium und Magnesium. Ich habe super viel Alu. Ich habe hier noch so ein Mikrochippo. Titan, aber hier Magnesium. Wir haben nicht so viel Magnesium. GPS-Satellit habe ich freigeschaltet. Alter, für die Taschenlampe brauchst du Schwefel. Boah, das ist ja noch in weiter, weiter Ferne. Ah, und schon wird Eis knapp. Noch Eis. Warum? Ja, für diese Pflanzenpötte. Ach so. Oh, ich Kreis Industries für immer Eis, das nie schmilzt, obwohl es in der Sonne liegt und gebrutzelt wird. Aber es ist für immer Eis. Wir lieben für immer Eis hier bei uns. Wenn du es einmal geschleckt hast, ne, sind die Eiskristalle auch für immer in deinem Darm. Ja. Los. Ja. Ich würde noch ein bisschen Eisen unterwegs immer aufsammeln, ne? Magnesium. Du kannst mal richtig, richtig Magnesium ernten. Das ist gerade echt Mangelware. Guck mal, hier liegt auch noch eine Kiste rum. Magnesium, ne? Kiste nehme ich aber auch mit. Bitte sehr. Bitte sehr. Und bitte sehr. Boah, was Terraforming jetzt für einen Schub bekommt. Guck mal, wie es jetzt rasselt. Alter, was hast denn du gebaut, ey? Na hier, so alte Pflanzenakolyten. Wird das, wie wir so viel gesamt haben. Ich habe richtig reingesamt. Ich habe ein Stäbchen gesamt und dann hat sich der Planet erholt. Ich habe in ein Stäbchen gesamt. Planeten tut das gut, mein Sperma. Also da hinten ist auch Eisen noch voll und Magnesium. Ich brauche Eisen und Magnesium. Das ist gerade wirklich der Bringer. Eisen, Magnesium, Eis. Weil irgendwie haben wir auch gar kein Eisen mehr, ne? Ist auch plötzlich schwund. Eisen geht immer. Eisen ist halt die Basis. Muss halt voll weit rauslaufen mittlerweile, ne? Oder geh mal in die Höhle rein, da mit dem weinenden Sandwasserfall. Vielleicht ist da auch noch Eisen drin. Da war ich noch nicht drin. Und die ist ja auch nicht so. Boah, der Himmel, wie er blau wird. Guck dir das an. Ja, das ja, geht's richtig ja. Schnell, das geht's richtig schnell, Alter. Wir erschaffen blauen Himmel. Braucht man irgendwann keine Luft mehr? Nee, ne? Das, oder? Doch. Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann musst du ja eigentlich so viel Sauerstoff haben. Eigentlich ja schon, weil dann ja auch irgendwann Viecher rumrennen und die müssen ja auch irgendwas atmen. Na gut, die atmen unsere Dämpfe. Abgase. Habe ich auf Abgase gezüchtet. Eben, die züchten wir schön auf Abgase. Jetzt baust du es aber zu, ne? Dann kommen wir nicht mehr ins Lager.
Ach stimmt, da kommt man wirklich nicht mehr ins Lager. Was? Warum kann ich es nicht abreißen? Zerlegen nicht möglich, Objekt nicht leer. Hä? Ist doch leer, ist nichts drin. Nein, du zielst wahrscheinlich... Guck mal, was da steht. Bei mir stand dann vorhin auch, du musst richtig nah dran gehen, um's... Ah. Weil sonst willst du den Dings zerlegen, den die Kapsel. War hier hinten noch so eine Säulenbande. So Magnesium-Kobalt. Auch einfach Module. Aber so viel Samen haben wir auch nicht mehr. Wir brauchen mehr Samen. In dem großen Raumschiff gibt's voll viele. Oh, Kernreaktor! Alter, aber jetzt geht's dem Planeten Brennstäbe, glaube ich, richtig an den Kragen. Können wir nicht herstellen aus Uran? Ja, aber da brauchen wir Stufe 2 Herstellungsmodul. Ist aber nicht mehr weit. Ja doch, bei 175 KTI. Also wenn wir blauen Himmel haben, kriegen wir das neue Herstellungsmodul. Wenn wir einen blauen Himmel haben, können wir ihn direkt mit Rauchschwaden... Wieso? Uran ist doch schön sauber. Ja, aber vielleicht direkt Kohlemeiler. Schöne, saubere Energie. Schön Kohlemeiler habe ich dann dahin gekloppt und habe ein paar Tiere geblendet. vor mir sind eben gerade wichtige Materialien einfach gedespawnt. Ich dachte mir so, oh guck mal, da liegt noch ein bisschen Eisen und Titan rum. Plups, war's weg. Brauchst du nicht, hat er gesagt. Brauchst du nicht. Du nicht brauchen, Bratan. Alter Bratan, ne? Du alter Bratan. Brauchst du doch gar nicht. Mich gerade noch hier so im alten Wawa Billy Canyon um. Oh, hier ist auch noch Kram. Ich hab nochmal so einen Titan- und Eisen-Run machen, um nochmal ein paar Bohrer zu machen. Hier ist noch richtig Titan und Eisen vorhanden. Ohne Kiste. Ja, diese Rumliegekisten sind auch immer toll. Ich habe auch gerade hier Eisen eingesammelt und auf einmal... Nee, ich glaube, das ist nicht weg. Das pflanzt sich dann in den Boden. Das sind die Sachen aus dem... Das ist der Samen, um Eisen zu pflanzen? Ja, ich habe da ein bisschen Eisen in die Erde gesteckt und dann kam ein Eisenbaum raus. Ein Eisenbaum? Kommt schon wieder irgendwas vom Himmel. Ja, aber es sind, glaube ich, Besucher. Aber die wollen wir ja nicht. Wir können Besucher wie die hier nicht sonderlich gut leiden, ne? Boah, jetzt wird's auch rot, Alter. Der Planet versucht, uns loszuwerden. Aber auf richtige Hassbasis, Alter. Ja, richtig auf Hassael. Da soll mal ein bisschen Titan runterschleudern. Macht er sogar. Ja, haut der Titan runter? So ein bisschen hatte ich gerade in der Tasche hier. Wir können ja schon Stufe 3 Bohrer machen, aber sind halt echt super teuer, die Dinger. Sie sind richtig Alu-Fresser. Ja, diese Stürme kommen halt immer, wenn wir anfangen, das Kleinzeug hier wegzusnacken. Ja. Weil das Spiel dann sagt, yo, brauchst du neues Material, schick ich dir. Schick ich dir. Brauchst du neuen Stuff, hä? Stuffelech. Guck mal hier, ich kann dir machen einen kleinen Geschwollenen. Ist direkt vor der Haustür was eingeschlagen wieder. Alter, jetzt guck... Oh. Hier weggemacht. Neue. Neue Säule hier hin. So, was habe ich denn hier alles zum Abgeben? Was habe ich? Silizium? Yes. Habe ich Eisen? Yes, yes, yes. Jetzt ist der Eisenvorrat doch schon mal wieder ein bisschen besser. Ja, ich habe auch noch mal reingespratzt, ey. Magnesium haben wir irgendwie. Doch alles weg immer. Ja, weil du ständig sagst, wir müssen Zahnpasta herstellen. Was ich noch immer.
Ja klar, natürlich, Zahnpflege ist wichtig. Wir haben doch nicht gelernt, wie man neue Zähne züchtet. Hinterher landen hier noch Franzosen auf unserem Planeten. Und jeder weiß, sie treiben frivole Spiele und bluten die ganze Zeit. Franzosen bluten wirklich die ganze Zeit? Sagt er zumindest bei Dings, bei Quasi. Sagt er, Franzosen oder so. Und dann, und die riechen und bluten. Na, das stimmt aber auch. Die bluten wirklich viel. Warum bluten die denn? Naja, weil die dauernd doch so Aderlassgeschichten am Laufen haben. Franzose ist immer irgendwie angeschlitzt. Was treibt die denn da? Ist das Matsch? Nein, das ist kein Matsch. Mein buckliger Freund. Ich habe ein Eisen gefunden, aber hier hinten wird Eisen schon wieder dünn. Und du warst bei diesem riesen Superraumschiff jetzt da hinten. Ja. Und da ist alles voll mit Spaß. Und da ist so viel Zeug drin, es hat mehrere Etagen und... Da wusste ich doch, dass es welche mit Etagen gab. Da erinnere ich mich nämlich auch noch, dass es irgendwie so welche gab. Oder ich finde, wir sollten da gleich mal hinlatschen. Ich habe auch unterwegs überall Sauerstoffdinger gebaut. Du kannst eigentlich auch noch kleine Kisten reinbauen, dass man so peu à peu auch Sachen... Ja, aber das bringt ja nichts. Das liegt ja dann liegt es halt in der Kiste. So, ob es jetzt in der Kiste vorne liegt oder ob du es dann... Oh, was ist das denn für eine Mega-Höhle hier nochmal? Die Höhle beim alten Psycho Billy. Alter, hier ist der Eisenspaß. Und auch mal eine Kiste. Ist überall, wenn du hinter dem kleinen Raumschiff in den Canyon gehst. Wasser. Boah, da ist richtig der Hard Stuff. Richtig Zeug rausholen. Okay, der Canyon ist schon sexy. Ah, weil ich will jetzt hier das Terraforming noch ein bisschen ankurbeln. Und hoffen, dass wir da halt jetzt nochmal so einen kleinen Step nach vorne machen. Weil der Himmel sieht ja schon richtig, richtig blau aus, oder? Er wird schon blue, ja. Sieht doch schon nach einem gesunden Himmel aus. Dann gibt's auch Aluminium. Also da ist dann viel sexy Stuff am Werke. Kann ich damit Bohrer schon wieder bauen? Ja. Als weiter. Operation Bohrer. Alle machen mit. Willst du jetzt noch einen Dreierbohrer bauen, oder was? Könnte ich auch schon eigentlich bald bauen. Ich hab's nochmal Zweier. Brauche ich denn für den Dreier? Alu, Titan. Eigentlich nur noch ein Titan. Da kann ich auch schon den ersten Dreierbohrer setzen. Titan haben wir ja noch. Ja. Ein bisschen. Titan müssten wir eigentlich noch gut haben. Ich nehme noch mal was mit. Doppel-Alu. Und gerade im Endeffekt bin ich die ganze Zeit dabei, so die gesamte Episode schon Kleinkram zu sammeln. Zu transportieren. Boah, ist der Bohrer gigantisch, ne? Wird dann die Reihe hier. Hier kommen dann Super Mega Power Bohrer hin. Haben wir noch Strom? Ja. Okay, gut. Boah, Alter, die Laserkanonenbohrer da. Hier lasern jetzt richtig rein. Guck mal, jetzt läuft auch der Apparello. Uiuiui. Uiuiuiui. Timo, Tiffy, Herr von Bödefeld. Geil. Uiuiui. Uiuiuiui. Gib mal noch ein Baggy. Ich fill alle Schränke, Junge. Bam, bam, bam. So, jetzt produziere ich noch hier vorne, wollte ich noch ein bisschen Wasser machen. Noch Samen. Ich brauche Samen. Na, einen haben wir noch. Jetzt gehen die Samen aus. Wir müssen Samen finden. Zack, der nächste Container steht jetzt. Rödel! Wir müssen echt ein Nahrungsding auch bauen, irgendwie. Ja. Warte mal. 1, 2, 3. Ich
Guck mal hier, stellt eine neue fortschrittliche Werkzeug- und Baupläne her. Da geht's dann richtig ab, ne? Herstellungsstation. Ja, ja, Stufe 2. Das ist die, die wir dann kriegen mit 175. Dann. Pflanzenröhre Stufe 3 bei 30 ppt. Und bei Wärme gibt's Biodome. Oh, der Erzextraktor extrahiert automatisch Erz aus dem Boden. Das dauert auch noch. Das dauert noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so lange. Komm schon. Gebt Gas, ihr Sklaven des Bohrers. Oh, ich hab. Caps Lock an. Nahrung, so. Können wir die Kiste abreißen hier? So, mal ein bisschen Titan angeln. Voll dark. Ja, irgendwie komisches Wetter gerade, ne? Ganz merkwürdig. Jetzt würde ich eigentlich voll gerne. Super viel Titan in der Ecke. Eisen. Eisen. Kobalt? Eisen. Titan. Schönes Titan. Bisschen Titan. Ein bisschen Titan. Mein Onkel hat bei Titan eine Nachricht geschickt. Bei Tita hat er, heißt aber jetzt X, hat er geschickt. X ist nicht brandsafe, steht nämlich für Porno, verbindet damit Sex. Deswegen ist die Marke jetzt deutlich schwächer geworden. Oh. Alles ist Porno. Wir müssen ein bisschen, muss glaube ich den Strom oben ein bisschen umbauen. Wieso? Oder wir stellen das dahin. Dann müsste es hier in diese Kapsel. Ist da irgendwas? Ja, da stehen jetzt deine Pflanzen. Ja, wir können ja noch eine hintackern. Nee, einfach. Und damit wir eine Dings haben. Obwohl, warte, ich kann die auch. Ich stell das mal hier hin. Dick Titan. Richtig gut, jetzt brauche ich aber. Richtig schön Dick Teen Titan geholt. Zwei Eisen. Ein Titan. So. Gleich haben wir blauen Himmel, obwohl der halt schon echt richtig schön blau ist. Ich starbe gerade gegen Himmel und ich denke mir nur so: Boah, sieht das geil aus. Ja, ja, schon geil, ne? Es ist irgendwie geil. Du kannst sagen, was du willst, aber wir das haben ist blauen Himmel. Ich lang mir an meinen Schmiedli. Ist der Himmel blau? Macht der Priester wau wau. So, machen wir noch ein paar von den kleinen Bohrern zwischen rein, weil die eine Reihe, die lassen wir einfach stehen. Guten Job, die Dinger. Gute Jobber. Machen wir schon einen guten Jobber. Gegen fiesen Jobberatem hilft nur Arbeitslosengeld. Jetzt noch. Jobberatem. Ich hab einen fiesen Jobberatem. Eisen, Titan, Kobalt. Komm schon. Alter, guck mal, wie es jetzt Gas gibt. Nochmal. Nochmal gut beschleunigt, das Ding. Ja, ja. Nochmal gut angeheizt eben. Einmal nochmal hier so 4-5 Bohrer hingeballert. So ein paar Boroletten. Ein paar Boroletten, Alter. Schön Bora Bora hingeklüppelt und jetzt ziehen die nochmal richtig durch. Body Body. Ein kleinen Body Body gemacht. Das will ich in der Folge noch hinkriegen. Zieh, Bohrer, zieh! Wo bist du? Bist du drin? Nee. Wieso? Komm mal rein. Moment, ich habe hier gerade noch Titan, wo ich wegnuckeln muss. Das ist wichtig für meine Verbohrung. So, ich komme zurück. Alter, was haben wir jetzt da für eine Spitze da oben? Geil, oder? Ist das jetzt hier die Penthouse-Suite oder was? Wir könnten uns dann Penthouse reinbauen, so mit Betten.
Das sieht schon schick aus. Ja, guck, du kannst dann einfach hier hoch. Ich hab das jetzt einfach mal hier so erweitert und dann plupp. Jetzt hast du hier oben richtig Penthouse. Ah, geil. Geil, all oder? Das, mein Sohn, wird eines Tages durch, deine Hand zerstört werden. Schon schick. Der alte Schmufaser. Es hat auch so richtig dieses, du bist so gestrandet auf dem Planeten. Ne? Es hat einfach eine geile Atmo, das Game. Du kannst sagen, was du willst. Es ist einfach ein tolles Spiel. Es ist ein geiles Spiel, ja. Es ist geil. Wir machen, irgendwann haben wir einen Baum, dann ist es natürlich von The Forest abgekupfert, klar. Wissen wir ja, es gibt ja... Bam, so, wir haben es geschafft! Ja! Alter, geil, Mann. Fortgeschrittenen Superkram. Guck dir diesen wunderschönen Himmel an. Wie schön, Alter, das geworden ist. Die Gebäude sehen ein bisschen aus wie in Subnautica. Alles zusammengeklaut. Alles zusammengeklaut. Ist das sowas wie... Subnautica? Das haben am Anfang viele Leute geschrieben. Ist das Subnautica in der Wüste? Ja, ja. Wo ich gedacht habe, das hat nichts mit Subnautica zu tun. Nichts. Nö. Oder der neue Trend jetzt, Satisfactory. Mhm. Satisfactory auf billig. Ist Satisfactory auf genau. Fisch bestellt? Ja, weil man auch so viele Ressourcen-Belts und Conveyor-Belts und so baut und auf Produktion geht, klar. Eins zu eins dasselbe Spiel, bloß halt ein billig. Merke ich sofort. Ja, ja. Geil, Mann. Geil, geil, geil. Ultra geiler Kram. Das ist richtig geiles Zeug. Alter. Richtig geiler Scheiß, den wir hier machen. Na gut, Leute. Boah, jetzt rauscht's aber auch. Jetzt rauscht es, ne? Ja. So, wir sehen uns wieder in der nächsten rauschigen Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst Bescheid. Auf Wiedersehen und tschö. Tüdelü.